Ich glaube, wir haben uns verfranst. Was hat er jetzt wieder angestellt? Wir sind eben durch ein Wohnhaus gedonnert. Warum sind wir nicht drin geblieben? Hey, Rommel! Willst du dich nicht mal runter bemühen und feststellen, wo wir sind, hä? Also wartet hier auf mich, Jungs. Ich bin gleich wieder da. Der Sergeant wird freundlicherweise feststellen, wo wir sind. Eine Kanone, ich habe keine bei mir. Das war märchenhaft, Sergeant. Nicht die geringste Munitionsverschwendung. Wie heißen Sie? Was? Oaks, 767-2247, Panzerkorps. Morstein, Major, britischer Geheimdienst. Warten Sie, ich werde die Schweinerei da wegräumen lassen. Aber hören Sie mal, Major, ich... Das war beste Maßarbeit, mein Sohn. Ich werde mich an Sie erinnern. Spionageskandal. V.
Flieger spioniert, Atomwissenschaftler spioniert. Guten Morgen, Sir. Ich glaube, er kommt jetzt. Ich habe versucht, Sie im Club zu erreichen, Colonel. Der Chef möchte Sie sprechen. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Guten Morgen, Chef. Hier, nehmen Sie erst mal einen doppelten Mostyn. Ich glaube, Sie werden ihn brauchen. Nehmen Sie Platz. Danke, Sir. Ich komme gerade vom Premierminister. Sie wollen von ihm unsere Köpfe, Mostyn. Mit Petersilie garniert, auf silbernem Tablett dem Parlament dargeboten. Verdammt nochmal, Sir, was sollen wir tun ohne Beweismaterial? Im Augenblick fragt kein Mensch danach, ob wir Entschuldigungsgründe haben, Mostyn. Für die Öffentlichkeit ist das eben nur ein weiterer Spionageskandal, den wir hätten verhindern müssen. Ich würde kein Wort darüber verlieren, wenn es ein Einzelfall wäre, aber diese Dinge häufen sich unangenehm. Und es wird dabei bleiben, Chef, solange wir an Vorschriften gebunden sind. Das ist eine wenig ergiebige Einstellung, die uns nicht weiterbringt, Mostyn. Die Burschen im Parlament haben uns am Wickel, mein Junge. Und wenn wir nicht zum Zylinder greifen wollen, müssen wir was unternehmen. Ja, aber was? Ja, aber was? Überlegen Sie mal, wie viele Spionageverdächtige stehen augenblicklich auf Ihrer Geheimliste? Etwa 40. Etwa 40, davon jeder Einzelne möglicherweise ein Spion. Aber wir können nichts machen, bevor Sie nicht was gemacht haben, und dann sind wir wieder dran. Tja, das ist Ihre gepriesene Demokratie, Chef. Und wie Sie sehr richtig sagten, uns haben Sie am Arsch. Ja, ich weiß. Wir müssen eben auf irgendeine Weise dieses Problem lösen, Mostyn. Ich habe bereits einen Plan entwickelt, der ist drastisch und unangenehm, aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Passen Sie auf. Diese Vorgemerkten, diese Verdächtigen, wer und was immer sie auch sind, Botschaftsputzfrauen, Wissenschaftler, Schreiberlinge oder was weiß ich, in dem Moment, wo wir bei Ihnen irgendetwas wittern, Mostyn, Rums. Rums? Rums. Wir räumen sie weg. Was machen wir? Wir räumen sie weg. Murksen sie ab, bringen sie um die Ecke, legen sie um. Drehen ihnen den Gashahn zu. Jetzt klar? Oh, Chef, das bekommen Sie niemals genehmigt. Wer hat gesagt, dass ich mir das genehmigen lassen will, hä? Aber damit würden wir gegen alle Grundsätze der freien Welt verstoßen. Was bringt Sie auf den absurden Gedanken, mir jetzt mit Grundsätzen zu kommen, wenn ich fragen darf? Haben wir im Kriege über Grundsätze debattiert? Mostyn, wir haben unsere Aufgabe zu erfüllen. Wir greifen nicht an, wir verteidigen. Wir haben die Spionagezellen der anderen Seite betriebsunfähig zu machen. Das Vertrauen unserer Alliierten wieder zu gewinnen. Ha, ganz davon zu schweigen, dass wir doch wohl beide wenig Neigung verspüren, in Pension zu gehen. Na? Ich finde langsam Geschmack an der Sache. Habe ich mir doch gedacht. Anstelle von Skandalen, mein lieber Freund, gibt es künftig Unfälle. Tödliche, bedauernswerte, saubere Unfälle. Och, welch ein Jammer. Die Stabschefs werden dabei leider nicht mitspielen. Ach, mein armer Mostyn, Sie haben noch immer nicht kapiert. Natürlich sage ich den verdammten Stabschefs kein Wort von meinem Plan. Nicht mal unsere eigenen Leute erfahren was davon. Nur Sie und ich. Und der Mann, der aktiv wird, sobald Sie auf den Knopf drücken. Treiben Sie den Mann auf und bringen Sie ihn in Form. Auf keinen Fall einen billigen Halunken. Kramen Sie in Ihrem Akten, durchforschen Sie Ihr Gedächtnis. Sie finden ihn. Einen privaten Henker, Sir? Das treffende Wort. Wir können es uns was kosten lassen, um einen Klassemann zu kriegen. Wie hoch ist gegenwärtig der Preis für Zuverlässigkeit? Ich bin nicht auf dem Laufenden. 6.000 Pfund jährlich, Spesen extra. Und ein paar Bonbons je nach Geschmack. Also, Sie werden das so schnell wie möglich arrangieren. Wir sind uns einig. Aber he? Chef, diese Sache ist gleichbedeutend mit Mord. Dann besorgen Sie einen Mörder. Es hat dem allmächtigen Gott, unserem Herrn, in seiner Barmherzigkeit gefallen, unseren verstorbenen Bruder aus diesem Leben abzurufen. So legen wir nun seinen Leib in Gottes Acker, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. Erkennen Sie mich wieder, Sergeant Oaks? Oh, ja, Paris. Mhm. Major... Mostyn, mein Sohn. Colonel inzwischen. Komisches Wiedersehen. Das finde ich nicht. Unsere Wege mussten sich noch mal kreuzen. Ich glaube, Ihr Spitzname ist Boise. Stimmt's? Woher wissen Sie das? Ich hatte mir gedacht, ich schaue mal nach Ihnen. Schließlich habe ich Ihnen ja mein Leben zu verdanken, Boise. Ja, so ist es wohl. Ich erfuhr, dass Sie hier in der Gegend ein Café haben und wollte Sie auf ein Plauderstündchen besuchen. Aber es war geschlossen und man sagte mir, Sie seien auf dem Friedhof. Ja, mein Teilhaber ist gestorben. Oh, mein Beileid. Ein Unfall? Er ist von der Leiter gefallen. Runtergefahren? Auf den Kopf. Sie stehen mit dem Tod auf du und du, was, Boise? Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Auf den Kopf. Unvorsichtiger Bursche. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier weg. Es ist kaum der Ort, um über den Tod zu sprechen? Das ist zwar Ansichtssache, aber gehen wir irgendwohin, wo Sie lieber darüber reden.
Tröste. Entschuldige, Boys, ich habe nicht gewusst, dass du Besuch hast. Kriegsbekanntschaft, ich wimmle ihn ab, so schnell es geht. Mich würde nicht stören, Boyselein. Hier, komm. Aha, Sie haben es mit den Vögeln. Hä? Wo haben Sie all dieses kleine Volk her? Mein Teilhaber, Phil Redfeller, war ein großer Vogelliebhaber. Sie sind das doch wohl auch, Boysi. Sie haben außerdem noch drei andere Vögelchen mit fahrplanmäßig genau festgelegten Fütterungszeiten. Kein Wunder, dass Sie auf keinen grünen Zweig kommen. Was zum Teufel heißt das alles? Haben Sie mir nachgeschnüffelt? Ein bisschen. Geschäftlich steht es bei Ihnen nicht gerade zum Besten, hm? Was? Ah, ich verstehe. Sie kommen von einer dieser verdammten Kreditfirmen. Keine Aufregung, mein Junge. Ich habe nicht die Absicht, Ihnen den Kühlschrank wegzuholen. Werfen Sie mal einen Blick darauf. Geheimdienst? Jetzt sagen Sie mir endlich, was los ist. Nicht die Nerven verlieren, mein Sohn. Geheimdienst ist nicht Kripo. Außerdem behauptet niemand, dass Sie Ihren Teilhaber von der Leiter gestoßen haben. Dann lassen Sie diese Rede rein. Ich kenne das Gefühl, wenn der Zahnarzt den Nerv erwischt. Er ist von der Leiter gefallen. Natürlich. Oxy, ich bin hier, um Ihnen einen Job anzubieten. Hä? Was für ein Job? In meiner Abteilung, bestens bezahlt, selbstverständlich. Ich beim Geheimdienst? Im Ernst? Natürlich müssen Sie Ihr Glück im Winkel hier verlassen und nach London übersiedeln. Auch vorbei sind natürlich die Freitagsschäferstündchen mit der Frau des Standesbeamten. Woher wissen Sie das? Zum Glück sieht keine der Damen Mutterfreuden entgegen. Wir wollen doch keine Andenken hinterlassen, nicht wahr, Boysi? Natürlich werden Sie für dieses Opfer entschädigt. Ihre Bezüge werden Ihnen erlauben, auch weiterhin zu nippen. An Ihrem geliebten Dolce Vita. An was? Am süßen Leben. Am süßen? Sehr witzig. Ihren Spaß haben Sie gehabt. Vielen Dank für den Besuch. Nun bitte raus. Raus? Versuchen Sie nicht, bei mir den starken Mann zu spielen. Dies ist ein vertrauliches Gespräch. Unbedingt vertraulich. Haben Sie mich verstanden, Sergeant? Ja, Sir. Glauben Sie, ich nehme Sie wochenlang unter die Lupe, um meine Zeit zu vergeuden? Ihrer Majestät Zeit zu vergeuden? Ich bin nicht der Mann, der Zeit vertrödelt. Nun vertrödeln Sie nicht meine Zeit. Also, reden wir wie vernünftige Männer darüber. Tja, ich wüsste gern, was für ein Job das ist. Verstehe ich, aber eins nach dem anderen. Ich möchte, dass wir Freunde werden, Boysi. Ah, Sie haben von Geld gesprochen. Von viel Geld. Ich glaube, Sie werden uns großzügig finden. Ich will, dass Sie sich voll und ganz mir persönlich zur Verfügung stellen. Das fängt so an, dass ich Sie aus diesem komischen Vogelcafé raushole. Gefällt Ihnen das? Oh, das ist eine Frage. Märchenhaft. Wer wohnt hier? Boysi. Guten Morgen. Guten Morgen. Miss Benedict, das ist Mr. Oaks. Freut mich. Miss Benedict, Sie denken aber auch an alles. Mr. Oaks, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen die anderen Räume der Wohnung. Das können wir ja immer noch machen. Wie heißen Sie mit Vornamen? Janice. Janice. Boysi. Glauben Sie, dass Sie zufrieden sein werden? Das wusste ich auf den ersten Blick. Freut mich sehr, Mr. Oaks. Wirklich sehr nett, meine Liebe. Die Rechnung wie üblich an dieselbe Stelle. Oh, natürlich. Oh, Moment, was ist los? Wollen Sie weggehen? Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie mit der Wohnung zufrieden sind, Mr. Oaks. Und ist die Innenarchitektin. Ich fürchte, die Tapete im Schlafzimmer ist nicht ganz nach meinem Geschmack. Sie haben die Schlafzimmertapete noch gar nicht gesehen, mein Ich meine, falls sie mir nicht gefällt, wüsste ich gerne Ihre Telefonnummer, dass ich Sie anrufen kann. Bitte tun Sie das. Danke. Wer sind Sie? Ich bin die Assistentin von Miss Benedict. Oh, wunderbar. Wissen Sie, wegen der Schlafzimmertapete, ich... Dieselbe Nummer. Sie entwickeln sich vom Vogelliebhaber zum Schlafzimmertapeten-Spezialisten. Colonel, ich habe angebissen. Ich wäre verrückt, wenn ich hier Nein sagen würde. Ich habe gewusst, dass Sie nicht verrückt sind, Boysi. Ja, aber Sie haben mir noch immer nicht gesagt, worin meine Arbeit besteht. Alles zu seiner Zeit. Was halten Sie davon, uns allen was einzuschenken?
Whisky? Ja, gern. Sehr liebenswürdig von Ihnen. Hm, ist mir ein billiges Vergnügen. So, und jetzt unterschreiben Sie mal, Boysi. Hm. Was ist das? Absolute Geheimsache. Und hier bitte unterschreiben. Und bitte hier noch einmal. Oh, beinahe hätte ich's vergessen, die Quittung für Ihren Wagen. Prost. 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 Wenn Sie ihn nicht erreichen unter seiner Moskauer Nummer, rufen Sie Breiten an. Ja, Sir. Danke, Jenny. Chef? Hallo. Ich habe den Mann gefunden. Welchen Mann? Er ist ein Killer. Er tarnt sich verblüffend, aber ich kann mich auf meinen Blick verlassen. Mhm. Er ist der geborene Unfallspezialist. So. Ich wollte Ihnen nur melden, dass Ihr hübscher Plan angelaufen ist. Ihr Plan, Nummer 2, Ihre. Sie haben doch wohl die Regel nicht vergessen. Ich habe nie etwas gewusst von Ihren schmutzigen Plänen. Wenn Sie bei Ihrer Gebirgswanderung vom Gipfel fallen sollten, Sie wissen, wo Sie landen werden. Auf meinem Hintern. Richtig. Du kannst dich umdrehen, Boysi. Auf dem Rücken bist du gar. Ist hübsch, dieses überall warm durchrieselt werden. Hallo? Falls Sie sich der Dame einen Moment entziehen können. Was? Darf ich Sie daran erinnern, dass das Leben nicht nur aus Sex und Höhensonne besteht? Ihre Ausbildung beginnt morgen früh. Sehr früh. Boysi? Ab heute Abend keine Höhensonne mehr, Liebling. Ich fange an zu arbeiten. Boysi. Ich fange an zu glühen. Nein, zuerst haben, vorausdenken! Was heißt hier vorausdenken? Sie haben gute Reden, verdammt nochmal! Den Kopf einziehen! Ja, ich ziehe ein! Zappeln Sie nicht herum, der Affe, der sich flöht! Sie werden der Affe sein, der sich flöht, wenn ich hier wieder raus bin! Weiter! Weiter! Saumäßig! Gute Arbeit, Robbins. Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Hey, hören Sie, Colonel. Wann komme ich wieder nach London und fange mit Spionieren an? Dieser Kram hier gefällt mir nicht. Alles, was Sie erlernen, werden Sie noch gut gebrauchen können. Was lerne ich denn hier anderes als Menschen umzubringen? Wahrscheinlich ist es überflüssig, aber betrachten Sie es als Auffrischungskursus. Hey, wer ist denn das? Meine Sekretärin. Für den Fall, dass Ihnen das Blut in Ihre wollüstigen Adern schießt, mache ich Sie bekannt mit Vorschrift Nummer 1. Unseren Geheimdienstleuten ist jeder außerdienstliche Verkehr mit den Bürovögelchen verboten. Im Ernst? Ja, Ochs. Im Ernst. Den Zivilangestellten ist streng verboten, Abschnitt B, Paragraph 2, mit den aktiv tätigen Mitgliedern des Geheimdienstes in irgendeiner Form privaten Umgang zu pflegen. Verstöße gegen diese Bestimmung werden mit Freiheitsentzug bis zu 10 Jahren bestraft. Sind Sie nun im Bilde, Oaks? Oh, völlig im Bilde. Mhm. Machen Sie weiter, Robbins. Ja, Sir. Zu langsam. Weiter. Passen Sie auf.
Entschuldigen Sie bitte. Ich bin Ihrer Sekretärin noch gar nicht vorgestellt worden. Wir fahren gleich, Iris. Warten Sie im Wagen auf mich. Wir haben noch manches zu lernen, nicht wahr, mein Freund? Viel Spaß dabei. »92. Arme hoch, bitte.« »Oh, was haben wir für einen gewaltigen Brustkasten.« »Vorsichtig.« »108. Das wäre es dann. Danke, Sir.« »Und jetzt, Sir, das erste Glas, bitte.« »Ein Amerikaner mit Arsen.« »Gut.« »Ein Ciancali-Cocktail.« »Ein Manhattan mit Blausäure, das finde ich hässlich.« »Gut.« Coca-Cola. Und zum Schluss, Sir, welchen Martini würden Sie nehmen? Den ohne Mikrofon. Tja, mein lieber Boysie. Tja, Colonel. Wir sind nun soweit. Ja, Sir. Cognac, meine Herren. Den Croisé Grande Reservation. Wenn es der 1914er ist. Mhm. Sir. Zum Tag Ihrer Promotion, summa cum laude. Danke, Sir. Morgen beginnt für Sie die Praxis. So schnell schon? Ich fange an, Sie sympathisch zu finden, Boysie. Der Übelste sind Sie auch nicht, Sir. Und Sie nötigen mir Respekt ab. Sie sind weitaus intelligenter als die Durchschnittsagenten, Boysie. Oh. Was haben Sie denn Hübsches als erste Aufgabe für mich vorgesehen? Ein Cognac. Danke. Wenn ich vorschlagen darf, trinken wir jetzt auf L. L ist von jetzt an Ihr offizieller Deckname. L. Hat es mit dem L eine besondere Bewandtnis? Ja. Sind Sie bereit? Ja. Bereit, an die vorderste Front zu gehen? Ja. Übrigens, wann lerne ich die anderen kennen, Sir, meine Kollegen? Die werden Sie nicht kennenlernen. Weder früher noch später. Warum nicht? Sehr interessant ist es hier. Sehen Sie diesen Burschen da? Charlie Griffin. Wissen Sie, was das für eine ist? Nein, sagen Sie mir lieber... Ich sage Ihnen, was für Sie wichtig ist, mein Sohn. Schließlich ist das die Welt, in der Sie sich künftig bewegen werden. Und Sie passen hier hinein. Sie sind hier ebenso zu Hause wie die anderen Gäste. Danke, Sir. Nun sagen Sie mir aber endlich was über meine Aufgabe. Zerbrechen wir uns nicht den Kopf über den Charlie da. Charlie ist ein Mörder. Was? Drehen Sie sich nicht um, Sie bringen ihn in Verlegenheit. Töten ist sein Lebensinhalt. Möchte jemand den Heimgang seiner Erbtante beschleunigen? Charlie Griffin ist für ein paar hundert Pfund gefällig. Warum lässt ihn denn niemand verhaften? Oh, dafür ist er viel zu gerissen. Na schön, unser Nachbar ist ein Mörder. Gewiss etwas Ungewöhnliches, aber was zum Teufel geht mich das an? Sehr viel. L, das habe ich Ihnen noch nicht gesagt, steht für der Lautlose. Der lautlose Killer. Was? Nennen wir die Sache endlich beim Namen. Gehen wir nicht mehr wie die Katze um den heißen Brei herum. Sie sind unser speziellster Spezialagent. Sie haben die Aufgabe, Leute lautlos umzulegen. Sie sind wohl wahnsinnig. Mr. Griffin ist Ihr Berufskollege, wenn man so sagen darf. Nur arbeitet er freiberuflich. Er hat nichts mit uns zu tun. Während Sie im Staatsdienst stehen. Ich soll töten? Wen? Was anfällt. Umbringen? Ich kann keine Fliege töten. Aber bei Menschen klappt es umso besser, Boysie. Ich hab's miterlebt, wie Sie wissen. Was denn? Denken Sie etwa an Paris? Sie machen mir Spaß. Das war im Krieg und ich war Soldat. Dies ist auch eine Art von Krieg. Sie werden Menschen töten wie ein Soldat. Für Königin und Vaterland. Auf Befehl. Sie stehen schon unter Befehl. Sie haben mich da hineingelockt, Sie widerlicher Bluthund. Beherrschen Sie sich gefälligst. Sie verkommener alter Teufel. Haben Sie geglaubt, Sie können mich so einfach überfahren? Besorgen Sie sich einen Mr. Griffin. Ich mach das nicht. Ich spiele da nicht mit. Ich werde mich an die Presse wenden. Das können Sie, nachdem Sie 20 Jahre im Gefängnis saßen wegen Verstoßes gegen das Geheimdienstgesetz. Was wollen Sie danach anfangen? Ein neues Vogelcafé eröffnen? Werden Sie nicht Ihren Wagen vermissen, die Wohnung und all das Niedliche drum und dran? Sie wissen es selbst, Boysie, Sie sind geboren für so ein Leben. Sie können gar nicht mehr aussteigen.
Name Francis Ann Chandler. Alter 35. Arbeitet im Kriegsministerium, hat Zugang zu geheimen Akten. Seit einem Jahr wissen wir, dass sie wichtigste Informationen weitergibt. Bis jetzt konnten wir sie nicht überführen. Vergangene Woche hat sie einen Urlaubsflug nach Zürich gebucht, aber ihr wirkliches Ziel liegt weiter östlich. Verhaften wir sie, beschwören wir einen neuen Spionageskandal herauf. Lassen wir sie abfliegen, nimmt sie Staatsgeheimnisse mit. Es gibt wirklich nur eins, was wir tun können. Hier, lesen Sie das. Danach kennen Sie sie, als wenn Sie mit ihr geschlafen hätten. Wahrscheinlich noch besser. Sie haben 4 Tage Zeit. Ich schlage einen Verkehrsunfall vor. Sie wissen, was Sie gelernt haben, Al. Ihr geheimer Einsatzbefehl ist das Wort Abschied. Und immer, wenn so ein Abschied vor sich geht, sind Sie auf sich selbst gestellt. Abschied. Wo ist Marston? Er speist mit einer Herzogin. Ich bin gerade vorbeigekommen und wollte ihn zu einem Drink einladen. Wir haben uns bereits einmal kennengelernt. Ich bin Iris McIntosh. Ja, etwas verunglückt, ich hab's versucht. Es ist mir nicht entgangen. Also, Sie sind Boise Oaks, der Geheimnisumwitterte. Oh, halb so wild. Der mysteriöse Mr. Oaks, Deckname L. Der Colonel verwahrt ihre Akte in seinem geheimsten Geheimfach. Oh, wirklich? Mir war, als hörte ich Stimmen, Miss. Er wollte Nummer 2 sprechen. Zeigen Sie ihm Ihre Karte. Was? Zeigen Sie ihm Ihre Karte. Oh. Ich bin gerade dabei, Feierabend zu machen, Bert. Guten Abend, Miss. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Sie werden da wohl keinen Ärger bekommen, Paragraph so und so, kein privater Umgang? Davon kann keine Rede sein. Sie wollten den Colonel sprechen. Ich sage es Ihnen morgen früh. Das ist nicht unbedingt nötig. Genehmigen wir beide uns lieber ein Gläschen. Das könnte wirklich für uns ein bisschen gefährlich werden. Gefahr macht manches nur noch reizvoller. Gehen wir also. Nach Ihnen. Der Fahrstuhl für Sie ist dort. Dieser ist nur für Zivilpersonal. Guten Abend, Mr. Oaks. Welch wunderbarer Zufall. Wir haben denselben Weg. Denselben Weg? Wohin? Auf einen Whisky zu mir. Bekannt gemacht haben wir uns ja schon. Ich kann Ihrer schmeichelhaften Einladung diesmal noch gerade widerstehen. Aber ein anderes Mal gibt's vielleicht nicht. Das liegt bei Ihnen, Boise. Dies als Trost. Taxi! Good.
Mr. Griffin? Mr. Oaks. Bitte kommen Sie rein. Keine Lauscher hinter der Wand. Ich finde, in meinem Geschäft verhandelt sich's im Freien am besten. Sie brauchen keineswegs verlegen zu sein. Ich bin schon seit langen Jahren in diesem Gewerbe. Nach Ihrem Anruf bin ich so frei gewesen, Sie ein bisschen auszuleuchten. So. Reine Routine-Sache. Man muss sich doch vor der Polizei schützen. Ja, ja. Und vor diesen Pressefritzen. Was haben Sie denn rausgefunden? Sie scheinen ein ziemlicher Betthupfer zu sein, wenn Sie den Ausdruck bitte entschuldigen wollen. Also, Sir, wer steht Ihnen denn im Wege? Die Schwiegermutter vielleicht? Kleiner Scherz, Mr. Cliffy. Es hilft, Sir. Es hilft. Möglicherweise können es im Laufe der Zeit mehr werden. Ich werde mein Bestes tun, Sie zufriedenzustellen, Mr. Oaks. Keine Fragen? Aber auch nicht eine, Mr. Oaks. Frances Ann Chandler. Ich habe gedacht, vielleicht ein U-Bahn-Unfall. Ja. Eine sehr saubere Arbeit, Oxy. Ich gratuliere Ihnen. Die arme Frances bis ins Moos, nun ruht sie sanft in Abrahams Schoß. Für Frances Ann allerdings kaum ein Vergnügen. Aber vielleicht hat Abraham was davon. George Renwood, Atomphysiker. Alles Nötige wie üblich im Umschlag. Mhm. Atomphysiker? Wir haben bis jetzt noch nie richtig miteinander gesprochen, Mr. Griffin. Worüber? Ah, ich verstehe, was Sie meinen. Es ist eben fast wie im Kriege, aber manchmal, da wurmt es mich hier. Magenbeschwerden. Es sind alles Verräter und Sie verdienen es, aber... Ich glaube Ihnen unbesehen, Mr. Oaks. Aber andererseits fragt man sich... Sir, ich würde mich an Ihrer Stelle nichts fragen. Man soll nie etwas zu genau wissen wollen. Das gibt Magengeschwüre. Stellen Sie sich niemals Fragen? Nein, niemals, Sir. Ich habe schon lange aufgehört, mich über die Dummheit meiner Mitmenschen zu wundern. Ich begann meine Laufbahn als Leichenbestatter. Dadurch ist mir frühzeitig das Unvermeidbare vertraut geworden. Tja, leben Sie wohl, Mr. Oaks. Auf ein gesundes Wiedersehen. Ist sicher nur eine kleine Verstimmung. Ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, Mostyn, aber ich finde, der Besuch dieser Gesellschaften wird von Mal zu Mal schwächer.
Was ist mit Ihnen? Haben Sie Hunger? Wollen Sie was essen? Vielleicht ein bisschen Kaviar. Pastete, Sir. Entschuldigen Sie. Ich komme mit. Ich muss den alten Corrado aufstöbern. Haben Sie ihn schon gesehen? Ist er hier? Habe ich Ihnen davon nichts erzählt? Wovon? Wovon nichts erzählt, Mostyn? Nein. Hören Sie, geht das nicht ein bisschen zu weit? Tja, Krieg ist ja alles, Sir. Der alte Bertie ist nicht zu glauben. Sowas. Iris, ich arbeite mit Mitteln der Verzweiflung. Wenn Sie nicht morgen Abend mit mir essen, sage ich dem Colonel, wir sind heimlich verlobt. So etwas nennt man Erpressung. Es ist unvermeidbar. Warum ist da nicht genießen? Colonel Mostyn? Colonel Gregoff, wie geht es? Es gibt viel zu tun. Der Colonel kommt, Sie müssen sich entscheiden. Seien Sie vorsichtig. Ich empfehle Ihnen als Freizeitlektüre Abschnitt B, Paragraph 2. Kommen Sie, meine Lieben. Ich möchte Sie mit ein paar interessanten Leuten bekannt machen. Guten Abend, Sir. Ich freue mich sehr, Sie hier zu sehen. Ich glaube, ich hatte schon mal das Vergnügen, Lady Ashford kennenzulernen. Ja, guten Abend, Lady Ashford. Ich freue mich sehr, Sie heute hier wieder zu sehen. Komme ich zu früh? Sie können nie zu früh kommen, Iris. Hm. Ja, gar nicht so übel, mein kleines Zuhause. Hm? Was möchten Sie trinken? Einen winzigen Sherry. Irgendwo essen, wo man nicht unbedingt gesehen wird. Wo man nicht gesehen wird? Wo kann man weniger gesehen werden als hier? Sie haben wenig Fantasie. Fleisch und Blut ertragen einfach nicht so viel. Was wollen Sie damit sagen, Boysie? Dass ich langsam verrückt werde. Und wenn es mir nun ebenso ginge? Es ist so gefährlich, was wir tun, diese albernen Vorschriften. Und Onkel Mostyn hat eine Nase wie ein Spürhund. Ach, Onkel Mostyn, mit dem werde ich fertig. Glaubst du, du kannst ihn überspielen? Probier es aus. Weißt du, ich träume von Blumen und Palmen, Seewind, weißem Sand und Sonnenschein. Du meinst doch nicht im Ausland? Nächstes Wochenende. Boysie! Mostyn auf dem Balkon! Guten Abend. Ah, guten Abend, Colonel. Ich habe gerade etwas gelegen. Mit wem? Ich kenne das Parfum. Parfum? Oh, mein Rasierwasser. Sehr angenehm. Tja, der letzte Schrei. Machen Sie mir einen kleinen Privatbesuch? Nein, das ist kein Privatbesuch. Die Parole heißt Abschied, mein Freund. Ah, Abschied. Steht alles da drin. 3 Tage haben Sie diesmal. Okay. Sie können mir nichts vormachen, Boysie. Was soll das heißen, Colonel? Sie spielen das schlecht. Nehmen Sie den Whisky? Nein, danke. Was spiele ich Ihrer Meinung nach schlecht? Dieses sehr betonte Unbeteiligtsein. Dabei macht Ihnen die Sache Spaß. Wie viel sind es jetzt schon? 12? Ja, ja, so etwa. Thank you.
Amüsieren Sie sich fleißig, Boysie? Darf ich das nicht? Bei dem gefährlichen Leben? Niemand hat was dagegen. Bei der Gelegenheit, wenn ich nicht im Einsatz bin, bin ich doch ein freier Mann, Sir. Ich meine, besonders am Wochenende. Ja, ich denke, das lässt sich wohl vertreten. Aber immer einsatzbereit bleiben. Einsatzbereit zu jeder Stunde. Ihre Seele gehört dem Geheimdienst. Immer einsatzbereit bleiben, Boysie. Immer einsatzbereit. Puh ist das treffende Wort. Also, Onkel Morstens Segen haben wir. Es bleibt beim nächsten Wochenende. Es bleibt dabei. Nicht einen Moment wird an Vorschriften gedacht oder an 10 Jahre Kittchen. Boysie, es wird an dir liegen, ob ich die Vorschriften vergesse oder nicht. Ja. Wenn wir im sonnigen Süden sind. British European Airways announced the departure of their final flight BE-104. Du siehst aus wie eine Braut. Ich fühle mich wie eine Verbrecherin. In Nizza kriegst du andere Gefühle. Danke. Nehmen Sie auch ein Gläschen? Das erste Mal? Nein, es passiert mir jedes Mal. Es kommen viel mehr Menschen im Straßenverkehr um als bei Flugzeugabstürzen. Guten Morgen, Iris. Ich heiße Jessie, Sir. Miss McIntosh hat Urlaub übers Wochenende. Also guten Morgen, Jessie. Soll ich rangehen, Nein, Sir? Nein, bringen Sie mir bitte Kaffee. Morstin? Fliege. Wer? Hier ist Fliege, Sir. Ja, mein kleiner Schwirrer. Also was gibt's, was haben Sie auf dem Herzen, Fliege? Einer Ihrer Leute ist eben nach Nizza abgeflogen, das wollte ich nur melden, Sir. Und wer, wenn Sie mir das auch noch verraten würden? Elle, Sir. Was? Elle, Sir! Ich bin nicht schwerhörig. Mann! Vor ein paar Minuten mit der BA-104 und Ihrer Sekretärin, Miss... Sowieso mit derselben Maschine, Sir. Iris? Iris McIntosh? Sie hat dienstfrei, Sir. Halten Sie den Mund! Wie Sie wünschen, Sir. Nein, nicht Sie, Fliege. Waren Sie zusammen? Nein, Sir, die beiden schienen sich nicht einmal zu kennen. Das, verdammter Schuft, beweist alles. Dieser Judas. Dieser aarglatte, undankbare, verräterische, eingebildete, herumstolzierende Pfau. Überbezahlt, überpotent und über alle Berge. Ihr Kaffee, Sir. Raus! Ich habe den Verstand verloren. Hier ist Nummer 2, Blair. Blair, wer ist unser Mann an der Côte d'Azur? Wir haben es geschafft. Was ist das schon? Meine Kleine, es wird Zeit für uns. Oh, Chérie, es sonnt sich hier so schön. Je schneller wir an die Arbeit gehen, umso schneller kann mein Täubchen einen hübschen Haufen Geld verdienen. Also bring mich zu ihm. London hat mitgeteilt, dass eine Frau bei ihm ist. Das macht deine Arbeit etwas schwerer, aber auch reizvoller. Der Koordinator für dieses Unternehmen wird ebenfalls hier an der Riviera erwartet. Oh, ein fetter Fisch also. Ja, wie es so aussieht. Au
Bonjour, Monsieur. Tagchen, Tagchen. Danke. Das ist unser fetter Fisch, der im grauen Anzug. Oh, der ist nicht unflott. Wohin Sie wünschen, bitte? Was? Hotel Napoleon Monte Carlo. Sehr gut. Monte, s'il vous plaît, Monsieur. Nein, nein, nein. Warten. En fille, en femme. Wie wartet einer Französisch auf seine Frau? J'attends ma femme. Ich warte auf meine zauberhafte Frau. Hier bitte. Merci, Monsieur. Merci auch. Sonnenschein und Palmen, Liebling. Und niemand, kein Mensch weiß, dass wir hier sind. Bezaubernde Aussicht. Der Blick ins Tal. Weißt, was du zu tun hast, meine Kleine. Es muss natürlich aussehen. Mach deine Sache gut. Ich bin ganz deiner Meinung, Chérie. Wenn wir es nicht machen, schnappen sie ihn uns weg. Na gut, aber nun geh. Hallo, hallo, in Communication Internationale, s'il vous plaît, ici vite que possible, avec priorité. Hallo, International, écoutez. Liebling, es ist fabelhaft hier, einfach umwerfend. Endlich allein. Oh, wir sind ja noch nicht mal richtig hier. Aber du bist richtig bei mir. Ja. Hallo? Bonjour, Monsieur. Hier ist der Empfangschef, der Maître d'Hôtel. Darf ich Sie bei uns herzlich willkommen heißen und Ihnen bei dieser Gelegenheit mitteilen, dass das Mittagessen im Hauptsaal serviert wird? Ja, bonjour auch für Sie, aber ich glaube, wir überspringen es. Willst du mich verhungern lassen? Kommando zurück, wir essen. Ah, très bien, Monsieur. Und wie wäre es vorher mit einem kleinen Aperitif? Ah, mais oui, certainement, Monsieur. Ich reserviere Ihnen einen Tisch unmittelbar am Swimmingpool. Wunderbar, danke. Fürs Essen einen Tisch am Swimmingpool. Gib mir... Champagner? Gib mir 10 Minuten, um mich frisch zu machen. Champagner. Naturellement. Oui. Meine Anerkennung, Vicar. Nein, unternehmen Sie vorläufig nichts. Sie hören von mir, wenn ich Sie brauche. Wetter warm und sonnig da unten? Bringen Sie abends immer pünktlich die Times und sonntags Ihr Kirchenblatt? Sehr schön, also dann, Vicar. Auf Wiedersehen. Und das wäre das Letzte, was ich von ihm will, dass er um die Sache Wirbel macht.
Es tut mir schrecklich leid. Sie müssen Engländer oder sowas sein. Ein Franzose würde sich nie so nach Mädchen umdrehen. Wirklich? Hoffentlich haben Sie sich nichts getan. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Knöchel? Verdammt. Ich werde sehen, dass ich einen Arzt und finde. Wissen Sie, wenn Sie mich nur zu meinem Wagen bringen könnten. Bitte. Ja. Moment, warten Sie. Vielleicht geht es besser. So. Oh, sind Sie stark. Ist es noch sehr weit? Da drüben steht er. Sie machen jetzt alles wieder gut. Noch das kleine Stück. Das schaffen Sie schon noch. Bonjour, excusez-moi, malade. Hilfe! Ich ersticke! Ich kriege keine Luft mehr! Hilfe! Liebling, wo steckst du denn? Ich bin in London, Mrs. Oaks, und hier regnet's. Oh, Colonel! Ja, Ihr alter Onkel Mostyn. Wie geht's dem Gatten? Oh, er ist ausgegangen. Wie haben Sie das nur... Rausgekriegt. Ich habe überall Augen und Ohren. Früher haben Sie das gewusst. Monte Carlo ist eine wunderbare Sache fürs Wochenende, nicht wahr? Ich mache von Zeit zu Zeit auch einen Sprung rüber. Und jetzt passen Sie mal schön auf, Mrs. Brian Jan Boise Oaks. Ja. Ja, Colonel. Ja, Colonel. Ja, ich werde es ihm sagen. Auf Wiedersehen. Iris McIntosh ist daraus, Sir. Sie hat offiziell übers Wochenende frei. Hören Sie, Fliege, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kriege wieder mein Kribbeln. Wirklich, Sir? Ich habe ein Stechen hier, Sir. Ein eingebautes Warnsignal. Ich kann mich absolut darauf verlassen. Haben Sie diese Stechen jetzt? Ja, ich habe es, Sir. Setzen Sie sich, Fliege. Was Sie jetzt von mir hören, fällt unter die höchste Geheimhaltungsstufe. Es betrifft L. Bleiben Sie still liegen. Möglichst nicht bewegen. Ich bin so froh, dass Sie am Leben sind. Ach, jemand hat mir anständig eins verpasst. Ja, ich glaube auf den Hinterkopf. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Ich habe gehofft, Sie könnten es mir sagen. Ach, ich habe einen furchtbaren Geschmack im Mund. Man hat Ihnen was in den Arm gespritzt. Ist Ihnen was geschehen? Weniger als Ihnen. Es ist 5 Uhr. Wir haben 2 Stunden hier zugebracht. Nein. Was die Kerle nur von uns wollen? Ich habe keine Ahnung. Es muss eine Verwechslung vorliegen. Wenn ich länger fortbleibe, wird mein Vater vor Angst sterben. Moment mal, das ist es vielleicht. Was? Ist Ihr Vater reich? Oh, recht flüssig. Also Erpressung, man hat's auf Sie abgesehen. Das wäre ja furchtbar. Nun hören Sie, Miss... Wheat. Aber wir wollen unter diesen Umständen nicht so förmlich sein. Nennen Sie mich einfach Coral. Coral, gut. Nennen Sie mich Boise. Boise? Boise, das finde ich nett. Also, Coral, das sieht ziemlich ernst aus. Aber Sie werden sich doch ein bisschen um mich kümmern. Ja, soweit das hier geht. Keine Angst anmerken lassen. Das Mädchen bleibt hier. Sie kommen mit. Guten Tag, Mr. Oaks. Kommen Sie rein. Machen Sie es sich bei uns gemütlich. Nehmen Sie Platz. Was? Setzen Sie sich. Was machen Sie mit mir? Was soll das alles bedeuten? Sie und ich, Mr. Oaks, wir beide wissen sehr gut, was das alles bedeutet.
Hören Sie, wer zum Teufel Sie auch sein mögen, ich verlange, dass Sie Miss Sweet und mich augenblicklich freilassen. Ihnen ist doch wohl klar, dass meine Frau inzwischen schon mit dem Konsul... Ihre Frau? Ich möchte sehr bezweifeln, Mr. Oaks, dass es irgendwelche Frauen gibt, die Ihnen noch auf irgendwelche Weise von Nutzen sein können. Grigori, bring die Kleine. Fass sie nicht an, lass das Mädchen in Ruhe. Ich sehe, sie gefällt Ihnen, Mr. Oaks. Grigori, einen Moment noch. Warte. Vorher zeige ich unserem Freund einige von unseren überaus interessanten Spielzeugen. Das, Mr. Oaks, das ist das Strapontin. Was? Sie kennen das Strapontin nicht? Jakob ist ein bewährter Strapontin-Spezialist. Und halten Sie den Stuhl, auf dem Sie sitzen, Mr. Oaks, nicht für einen Zahnarztsessel. Wir plombieren hier keine Zähne. Nein. Was bezwecken Sie eigentlich? Wollen Sie mir Angst machen? Nein, wir möchten nur, dass Sie vernünftig sind. Das Einzige, was wir noch nicht wissen, aber bald wissen werden, ist, warum Sie hier sind. Einen Dreck wissen Sie, Sie Aufschneider. Sie heißen Brian John Oaks. Sie sind bekannt unter dem etwas lächerlichen, und entschuldigen Sie meine Offenheit, aber ich muss schon sagen, ziemlich weibischen Spitznamen Boise. 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 Ihr Geheimdienst führt Sie als L. Ihr Arbeitsfeld bezahlter Meuchelmord. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Ihr Informant ist, aber das ist alles Unsinn. Ich frage Sie jetzt noch einmal, warum sind Sie Weil hier? Weil Sie mich haben herschleppen lassen, Sie verblödeter Trottel. Mr. Oaks, ich warne Sie, unterlassen Sie derart Ihre Unverschämtheiten. Und jetzt zum letzten Mal, warum sind Sie in Frankreich? Wen wollen Sie aufs Korn nehmen? Ich schwöre Ihnen, ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich bin hergekommen zu einem friedlichen Wochenendurlaub mit meiner Frau. Wochenendurlaub mit seiner Frau? Oh, Sie sind ein dummer Mensch, Boise Oaks. Also versuchen wir es jetzt anders. Sie werden mir sagen, warum Sie hier sind und wer auf Ihrer Abschlussliste steht. Oder meine Mitarbeiter erproben Ihre Fähigkeiten an dem kurvenreichen Körper von Miss Wheat. Danach bringen wir dann Sie um, Mr. Oaks. Langsam und genussvoll. Überlegen Sie sich das alles. Überlegen Sie gut. Mr. Oaks? Nein, Madame, er ist augenblicklich nicht im Hotel. Bedauere sehr. Danke. Was soll nur aus uns werden? Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Das ist ein idiotischer Irrtum. Ich arbeite für die Regierung, gewiss, aber ich bin nichts weiter als eine Art Beamter. Sie arbeiten für die Regierung? Etwa im Geheimdienst oder so? Ach, die glauben, ich habe hier einen Geheimdienstauftrag. Und stimmt das nicht? Ich bin hier, um mir ein vergnügtes Wochenende zu machen mit Juhu und Tralala. Entschuldigen Sie, ich weiß, es ist nicht Ihre Schuld. Möchten Sie eine Zigarette? Mm-mm. Jedenfalls kommen die in einer Stunde wieder, um mich auszuquetschen. Und dann werden Sie auch dran sein. Und das kann ziemlich schlimm werden. Nein, bitte. Wir wollen nicht daran denken, bevor es soweit ist. Ja, aber was können wir inzwischen nur machen? Wir sollten uns etwas ablenken. Das ist das Beste, finde ich. Grigori, ich will noch Kaffee. Ja, was wollen Sie? Baudelaire, ich bin Tschekhov. Verkaufen wir das Haus und fahren wir zurück nach Moskau. Was reden Sie? Ach, ja, natürlich, die Erkennungsformel. Ja. Einen Moment, ich hab's gleich. Das Leben ist süß wie Kirschkonfitüre, nicht? Nein. Nein? Ja, natürlich. Jetzt weiß ich's. Aber erst müssen wir die Kirschen einkochen, ja? Mhm. Willkommen, Brüderchen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Möchten Sie eine Tasse Kaffee oder lieber Tee? Oder vielleicht ein Gläschen Cognac, Biscuit? Grigori, wir haben Besuch. Kein Cognac, kein Kaffee. Und bleiben Sie draußen. Ist etwas nicht in Ordnung, Tschekhov? Welche Befehle haben Sie, Baudelaire? Sie meinen, was man mir... Genosse, wiederholen Sie die Befehle. Ja. Tja, ich bekam auf dem üblichen Wege das Material über diesen Engländer, diesen L. Mir wurde gesagt, ich soll seine Ankunft beobachten, ihn identifizieren. Und weitere Anweisungen abwarten. Ja, das stimmt, Herr Tschekhov. Aber wir haben eine so günstige Gelegenheit gehabt, ihn zu schnappen. Ja, man hatte uns gesagt, dass er äußerst gefährlich wäre. Und da wollten wir Ihnen und dem Koordinator zeigen, wie tüchtig wir sind. Sie haben dem Koordinator damit nur gezeigt, wie dumm Sie sind.
Aber ich bitte Sie, Tschekow, wir haben ihn bisher nur verhört, um herauszubekommen, warum er hier ist. Wir wissen, warum er hier ist. Ach. Er macht einen Wochenendurlaub. Ja, das hat er mir auch weismachen wollen, aber ich habe ihm das nicht abgenommen. Ich dachte mir gleich, dass... Wen interessiert, was Sie gedacht haben, Sie nach? Jedenfalls haben Sie eine unserer wichtigsten Operationen gefährdet. Aber Tschekow, ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, nein, ich dachte nicht. Ich war der Meinung, das sei ein Fall für hartes Durchgreifen. Bringen Sie ihn wieder weg. Geben Sie ihm unauffällig eine Fluchtmöglichkeit. Er muss wieder in seinem Hotel sein, bevor es einen Skandal gibt. Ja, ja, natürlich, natürlich, Tschekow. Wie viele Personen befinden sich im Haus? Außer mir noch meine beiden Leute. Ja, und das Mädchen. Aber sie weiß nur sehr wenig. Sie macht nur mit wegen des Geldes, das sie kriegt. Sie war mein Lockvogel. Sie verschwindet? Ja, ja, natürlich. Sie bringen sie beiseite. Oh. Habe ich mich unmissverständlich ausgedrückt? Ja, absolut. Ich habe verstanden, Tschekow. Und Sie tauchen mit Ihren beiden Leuten unter, bis Sie von uns hören? Ja. Und diesmal, mein Freund? Ja, Tschekow. Keinen Schnitzer? Oh, nein, keinen Schnitzer diesmal. Ach. Gute Nacht, Tschekow. Fahren Sie vorsichtig. Grigori! Grigori, wo sind Sie? Komme schon. Ich hab schon gehört, Chef. Ich bringe das Mädchen. Was ist los, Dickerchen? Was gibt's jetzt wieder? Der Traum ist aus, mein Schnuckelchen. Wir müssen ihn schleunigst wieder loswerden, ihm die Flucht ermöglichen. Und du, mein Täubchen, wirst mit ihm verschwinden. Mit anderen Worten, du hast bei dem Unternehmen Mist gebaut. Ja, 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 wir sind ein bisschen zu scharf rangegangen. Hier, das ist für dich. Wie sollen wir abjubeln? Ach, na, nehmt den Wagen. Hey, Grigori, wo ist Tschekow? Er ist ins Dorf gefahren, um Cognac zu besorgen. Wir müssen ihn verständigen. Natürlich. Hey, Grigori, du musst ihm Bescheid sagen. Natürlich. Was wollten Sie von dir? Ach, immer wieder Fragen. Ich glaube, Sie sind ein bisschen in Panikstimmung. Du bist ein toller Mann, Boise. Aber Moment mal, da stimmt doch was nicht. Was? Er hat den Schlüssel stecken lassen. Das Kamelgesicht hat geschlafen. Ach, du bist ein herrlicher Mann, Boise. Komm, worauf warten wir noch? Vielleicht wollen die uns bloß eine Falle stellen. Ich habe schreckliche Angst hier. Wir sollten fliehen, solange wir können. Ja, also los. Bleib dicht bei mir. Vielleicht stecken die Schlüssel im Wagen. Was? Ja, komm. Hey! Jakob! Nein! Nein! Schieß! Los, Grigori, schieß auf ihn, aber triff ihn nicht. Geh dir, wenn du triffst. Gut. Mach schon. Nein. Jakob! Jakob! Hier bleiben! Diesen Idioten auf! Wir hätten bei Diebstählen bleiben sollen, du und ich.
da ging's viel anständiger zu, mein Püppchen. Kannst du mir nicht sagen, was gewesen ist? Ich war richtig Komm, verzweifelt. Gib mir. Danke, Schatz. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Sogar das Krankenhaus habe ich angerufen. Oh, Liebling, kannst du mir nicht sagen, was passiert ist? Ist es ein Auftrag? Iris. Etwas Berufliches? Iris, ich werde dich da raushalten, aber ich muss Morstan anrufen. Das musst du nicht. Ich weiß, dass der Teufel los sein wird, aber ich muss es tun. Boysy, er hat uns angerufen. Was? Gleich nachdem du verschwunden warst. Er weiß alles über uns. Also kriegsgerecht. Schluss aus, Feierabend. 10 Jahre Knast. Nein, Schatz, so schlimm wird's nicht werden. Er hat mir gesagt, die Sache erfährt nicht einmal der Chef. Was? Der Witz dabei ist, dass er dich unbedingt braucht. Er hat einen Auftrag für dich. Nein. Ah, Boysilein, ich weiß, es verdirbt uns unser Wochenende. Aber wenigstens sitzen wir nicht mehr in der Was Tinte. Hat er denn gesagt? Kontakt nicht gestattet. Aber er muss sonst noch irgendwas gesagt haben. Ein Wort. Ach ja, ich sollte einfach nur sagen, Abschied. Guten Abend. L, ich bin Quadrant. Wer? Sie müssten jetzt Krone sagen. Darauf meine Antwort, Grafenkrone, Sportsfreund. Was? Aber ich bin nicht überrascht, dass Sie im Dunkeln tappen. Sie müssen Ihre Post abholen. So, das ist also die schöne Iris. Unartiges Bübchen. Von wem ist der Brief, Boysy?
Ein verschlüsseltes Telegramm aus London. Das Ihnen sagt, dass Sie mich vor einer Stunde vom Flugplatz abholen sollten. Na, macht nichts, ich habe ein Taxi genommen. Wo haben Sie das her? Vom Empfang, Sportsfreund. Dechiffrieren Sie es, damit Sie wissen, ob ich echt bin. Danke vielmals, ich hätte es sowieso getan. Iris, Sportsfreundin, tut mir leid, Sie dürfen leider nicht hierbleiben, während ich Ihren Freund informiere. Was meinen Sie denn, was ich machen soll? Einen Spaziergang im Negligé? Darf sie leider auch nicht. London hat befohlen, das Hotel nicht zu verlassen. Und in der Bar kann sie in dem Aufzug auch nicht gut sitzen. Ich nehme unterdessen ein Bad. Oder hat London auch dagegen etwas? Das ist ein vernünftiger Gedanke. Sie lassen das Wasser kräftig rauschen, nicht wahr? Sie ist ein kluges Kind. Entschuldigung. Okay, Sie sind echt. Sehr schön. Also, dann fangen wir doch mal von vorne an. L, ich bin Quadrant. Krone. Grafenkrone, Sportsfreund. Ausgezeichnet. Diesmal ging's aber wirklich wie am Schnürchen. So, und jetzt noch Ihr flottes L unter die Auftragsbestätigung. Aber das ist ja... Er gehört Ihnen, L. Ehrenvoll für Sie. Der Herzog von... Richtig? Unmöglich. Doch möglich. Was wird hier gespielt, Quadrant? Wer macht sich einen Spaß? Ihr Gesicht, das müssten Sie sehen können. Morsten hat es mir prophezeit. Ich will jetzt wissen, was los ist. Er hat gesagt, ein Monatsgehalt würde er dafür geben, es zu sehen. Hören Sie, Sie gackernde Hanswurst. Ich werde den Mann nicht umlegen. Ich mag ihn. Haben Sie kapiert? Sie können sich wieder abregen. Der Spaß ist vorbei. Das wurde aber auch höchste Zeit. Also, wer ist wirklich dran? Der Herzog. Gehen Sie um Himmels Willen nicht gleich wieder hoch. Der Herzog ist im Bilde. Es ist kein echter Auftrag für Sie. Es ist eine Abwehrübung. Was? Sie werden ihn nicht wirklich erschießen, Mann. Sie werden Platzpatronen verwenden. Ach, so was also. Ja, er besucht die Luftwaffeneinheit von Gayborough. Und dabei spielen wir dann Abwehr von Attentätern und Spionen. Mit allerhöchster Mitwirkung. Um mal die Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen. Ganz witzig. Ja, ganz witzig. Ja, wir sehen uns dann wohl morgen früh. Hm? Ja, eine kleine Überraschung ist dabei. Ja, was denn noch? Das Unternehmen findet morgen früh statt. Sie und ich und Ihre Freundin fliegen gemeinsam zurück. Heute Nacht. Oh, nein! Tut mir leid, Sportsfreund, ich kann es Ihnen nachfühlen. Morsten. Morsten hat das absichtlich gemacht. Wissen Sie, ich glaube, dass er auf das Häschen selber scharf ist. Also am Flughafen in einer halben Stunde. Nicht neuen Ärger machen. Was ist, Boise? Morsten hat Rache genommen. Er hat unseren Rückflug befohlen für heute Nacht. Sie haben gerade noch Zeit zum Packen. Dieser Quadratkopf und Morsten geben ein wundervolles Paar ab. Schwamm drüber. Oh. Baudelaire? Tschekhov, guten Abend. Kommen Sie bitte herein. Kommen Sie bitte herein, meine Herren. Bitte sehr. Aber erst müssen wir die Kirschen einkochen, Tschekhov, bevor das Leben süß ist wie Kirschkonfitüre. Ja, ich habe alles bestens erledigt. Die Kleine? Dahingegangen, ja. Armes Ding. Die Männer? Der eine ist tot, den anderen habe ich weggeschickt. Aber Tschekhov... Wollen Sie mich nicht vorstellen? Der Koordinator vielleicht? Ich vertrete den Koordinator. Oh. Ach, es macht mich so glücklich, Sie kennenzulernen. Dann möchten Sie wohl auch gern Ihren Nachfolger kennenlernen. Meine? Das, alles ist nur ein Missverständnis. Es ist nicht meine Schuld. Die Umstände... Nein, 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 oh, lieber Herr, nein. Tschekhov, sagen Sie ihm, dass er sich irrt. Baudelaire, ich möchte, dass Sie wenigstens dies noch erfahren. Sie sterben einem wirklich bedeutenden Menschen voraus.
Geht's dir etwas besser, Boysi? Ja, ich darf vorher nicht essen. Zusammennehmen, Sportsfreund. Morsten will, dass wir immer und überall Selbstbeherrschung zeigen. Dass wir immer und überall zeigen, dass wir eine Elite sind. Morsten ist ein Schwein. Er ist der Chef. Und er hat jeden von uns in der Hand. Also, Sportsfreund, spielen Sie brav Trapper und Indianer, wie er es möchte. Gemeines, sadistisches, widerwärtiges Schwein. Was gibt's von dem Schwachkopf zu berichten? Es tut mir sehr leid, Sir, aber Elle und ihre Miss McIntosh befinden sich auf dem Rückflug, Sir. Jetzt schon? Dann war ihr Wochenende ein Misserfolg auf der ganzen Linie. Ja, Sie kommen mit der 105 aus Nizza. Planmäßige Ankunft ungefähr in 40 Minuten, Sir. Und da stehen Sie hier noch herum, Fliege? Machen Sie Ihrem Namen Ehre, schwirren Sie ab, summen Sie los. Ja, Sir. Und beschatten Sie die beiden. Bleiben Sie ihnen auf den Fersen. Egal, wohin Sie verschwinden und was Sie treiben. Sir, ein Telegramm, Sir, von Blue Boy. So? Ach, diese verdammten Codenamen. Wer ist Blue Boy? Unser Mann an der Côte d'Azur, Sir. Ah, der Vicar. Was will er? Ich weiß nicht, ob Ihnen Baudelaire noch ein Begriff ist, Sir. Die Knalltüte, haben die den noch immer nicht abgehängt? Jetzt haben Sie es offenbar gemacht, Sir. Blue Boy berichtet, dass eine Leiche gefunden wurde. Das sollten Sie sich mal ansehen, Sir. Die Rotland-Luftwaffe verbietet sämtliche Militärflüge im Verlauf dieses Korridors. Entlang der Küste bis Archangelsk. Ab morgen früh 9 Uhr. Ist merkwürdig. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Nachricht von Fliege, Sir. Von wem? Ah, von Fliege. Die 105 aus Nizza ist gelandet. Ah, ja. Morsten. Ja, Fliege? Ein Mann mit großen Ohren. Sehr gut. Kommen Sie her mit durchgetretenem Gaspedal. Versuchen Sie zu schlafen. Für diesen Auftrag müssen Sie frisch sein. Moment mal, was ist mit meinem Wagen? Den können Sie morgen früh abholen. Iris, wir werden Sie in Oxford absetzen. Sie können mit dem Zug zurückfahren. Nein, Sir, Miss McIntosh soll uns unbedingt nach Gaborow begleiten. Morsten will Sie dort sprechen. Alles, was recht ist. Sie sind ziemlich gefragt, Sportsfreundin. Auf jeden Fall werden wir einen neuen Wochenendurlaub verlangen. Ja, den ist er uns jetzt schuldig. Sie fahren auf der Straße A4 westwärts. Verfolgender Wagen meldet drei Männer und ein Mädchen. Sie sollen nicht behindert werden. Setzen Sie eine sich ablösende Verfolgerkette an. Ja, Sir. Wen kennen wir mit auffallend großen Ohren? Der Jaguar ist weg. Vielleicht eine sich ablösende Verfolgerkette. Noch Zeit, sie abzuhängen. Ja, das ist er. Sind Sie ganz sicher, junger Freund? Nicht die Spur von einem Zweifel, das ist er. Also dann schießen Sie mal los, Mac. Nicht schön, gar nicht schön. Der wird Ärger machen. Sein richtiger Name ist Konstantin Alexei Skabetov. Seine Eltern waren angeblich weißrussische Einwanderer. Er hat studiert in Eton und Harrow. 55 verschwand er nach Moskau. Und hiermit erfahren wir zum ersten Mal, dass er wieder da ist. Lassen wir mal das Persönliche. Was ist seine Spezialität? Er ist überall verwendbar. Erste Wahl. Kaltblütig. Ein verdammtes Ding müssen die vorhaben. Der für heute und morgen vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen. Ja, Sir. Er ist nur für das eine ausgebildet worden. Da liegt seine Spezialbegabung. Glauben Sie, dass man ihn narkotisiert hat oder hypnotisiert oder so? Das ist die einzige logische Erklärung. Aber auf wen wollen Sie ihn ansetzen? Es ist nicht viel los, Sir. Heute Abend ist der russische Botschafter in der Albert Hall. Und morgen Vormittag um 9 inspiziert der Herzog Gaborow. Gaborow? Ja, Sir. Die Luftwaffeneinheiten dort. Was sagt das Knie? Es zwickt zum Verrücktwerden, Sir. Befehl an Verfolgerkette. Überwachte sofort Herrschaft.
Dummköpfe haben sich abhängen lassen. Haben Sie gerufen, Sir? Nein, Jesse, ich habe nicht gerufen. Aber da Sie nun mal da sind, holen Sie mir aus dem Archiv alles über den Luftwaffenstützpunkt Gelbero. Es ist nicht zu verstehen. Es erscheint einfach unglaublich. Aber irgendwie müssen Sie ihn dazu gebracht haben, den Herzog von Edinburgh umzubringen. Schatz, du siehst hinreißend aus. Was willst du von einem Stoßtrupp unternehmen in dem Heuhaufen? Dafür ist jetzt nun wirklich keine Zeit. Das Magazin ist voll. Platzpatronen natürlich. Sollen wir aber auch sehr hoffen. Kein überflüssiges Reden, die Waffe ist gesichert. Iris, kommen Sie, hüpfen Sie rein. Es wird Zeit für uns. Oh, ping! Hören Sie auf, herumzualbern, L. Einen schönen Tagesfreundchen. Ja, das können Sie tun. Aber inzwischen wollen wir den Herzog nicht warten lassen. Chef, ich meine... Halten Sie den Mund und steigen Sie ein. Haben Sie sich genau eingeprägt, worauf es ankommt, Al? Ja. Na schön. Und spielen Sie nicht rum mit dem Ding. Wenn es vor der Zeit knallt, bringen Sie hier alles durcheinander. Sie jagen ihm zwei Kugeln in den Bauch. Gewissermaßen natürlich nur Sportsfreund, wenn er die Wache inspiziert. Sie müssen mein Gedächtnis mit einem Sieb verwechseln. Wir wollen doch wohl beide, dass das Unternehmen ein Erfolg wird. In den Laderaum, L. Iris, Sportsfreundin, gehen Sie ins Offizierscasino. Wenn jemand fragt, sagen Sie, dass Sie auf Colonel Morstan warten. Viel Glück, Boysie. Gut zielen wie im Ernstfall, Sportsfreund. Glauben Sie, man könnte ihn von hier aus verfehlen? Jetzt verstehen wir uns, Sportsfreund. Richten Sie sich hier ein und Sie werden es so gemütlich haben wie eine Leiche im Sarg. Zug der Ehrenwache, stand! Präsentiert das Pferd! Lieber Mann, wenn das keine Übung wäre. Ja.
Bewegung mehr. Seid ihr wahnsinnig geworden? Ihr versaut mir ja alles. Los, kommen Sie mit. Sie haben ihn gefasst, Sir. Sie haben ihn gefasst, Sir. Ach, das ist ja glänzend. Vorstellung beendet. Oaks, haben wir Sie nicht gut genug bezahlt? Sie wissen am besten, was man in diesem Land mit Verrätern macht. Nochmal, was wollen Sie von mir? Es war Ihre Sache. Was ist mit den Kennworten Krone, Grafenkrone? Sie wissen, dass in dem Ding nur Platzpatronen sind. Oh mein Gott. Erzählen Sie mir alles von Krone und Grafenkrone. Erzählen Sie mir alles und erzählen Sie es mir schnell. Aber Sie haben doch alles geplant. Sie haben Quadrant nach Nizza geschickt. Ich habe noch nie was gehört von Quadrant. Wer soll das sein? Hört auf mit dieser verdammten Musik! Wer ist Quadrant? Was ist das? Das ist der Geier. Wer hat befohlen, ihn aufs Rollfeld zu bringen? Der Geier. Mit der Ausstattung M5? Ja. Ja, was zum Teufel tut die hier? Wir haben sie hier, weil der Herzog sie sehen wollte. Das ist es. Kommen Sie mit, Boise. Das Gewehr mitnehmen. Alarmstufe 1. Was hat das alles zu bedeuten? Die M5-Ausstattung. Absolute Geheimsache. Das heißeste Ding seit der A-Bombe. Das ist es, was die wirklich erreichen wollten. Mit Ihrer Hilfe. Wegputzen! Station ruft Geier. 145 Echo. 145 Echo. Hören Sie mich? Wir werden offenbar gestört. Es ist nichts auf dem Schirm. Das musste ja Boise sein. Wird dir schon schlecht, Süßer? Du Biest! Die ganze Zeit war alles Schwindel und Betrug. Nicht alles, du dummer Kerl. Mach, dass du wieder nach oben kommst und steuere die Kiste. Hab keine Angst, Süßer. George macht das schon. Bring die Maschine wieder zurück, Iris. Wenn nicht, was wirst du dann tun? Mich erschießen? Ich bin der Koordinator des Unternehmens Krone. Mein halbes Leben lang wurde ich auf einen solchen Moment vorbereitet. Keine Verbindung, Sir. Alarmieren Sie die Jägergruppen in Ostengland. Sie sollen den verdammten Geier suchen und ihn abschießen. Yes, Sir. Gib mir die Pistole, Boise. Du hast nicht die kleinste Chance. Jede Jagdmaschine, jede Radarstation in England... Gar nichts tun die Radarstationen. Dies unscheinbare Büchschen ist ein zuverlässiger Radarstörer. Vielleicht dürfen wir unseren Wochenendurlaub am Schwarzen Meer beenden, Schätzchen. Zum letzten Mal, Iris. Bring die Maschine wieder zurück. Ich habe noch eine Sauerstoffmaske, die ich nicht brauche. Gib mir die Pistole und du kannst sie haben. Kontrollstation ruft 145 Echo. 145 Echo, hören Sie mich? Kontrollstation ruft 145 Echo. Hilfe! Kontrollstation ruft 145 Echo. 145 Echo. Hören Sie mich? Kontrollstation ruft 145 Echo. Jetzt habe ich ihn auf dem Schirm, Sir.
Wir haben Sie auf dem Schirm, 145 Echo. Hilfe! Vor Ihnen ist ein Knopf mit dem Kennzeichen RT. Drücken Sie darauf und melden Sie, wer die Maschine fliegt. RT, direkt auf dem verdammten Steuerknüppel. Ich wiederhole. Melden Sie, wer die Maschine fliegt. Auch vom Sicherheitsdienst. Hören Sie, ich bin allein hier oben. Der Pilot ist bewusstlos. Holen Sie mich um alles in der Welt mit dem Ding runter. Geben Sie her. Oaks, hören Sie zu, Mann. Wir lassen Sie unterweisen von einem Piloten, der mit Ihrer Maschine Erfahrung hat. Dranbleiben. Hauptsache, ihr bringt mich wieder runter. Oaks, wir bringen Sie wieder zurück nach Geboro und helfen Ihnen bei der Landung. Wie viel verstehen Sie vom Fliegen? Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung. Bringen Sie mich zurück. Ich bin krank vor Angst. Wir alle haben von Zeit zu Zeit mal Angst. Fliegen Sie waagerecht? Ja, mehr oder weniger. George macht es, wenn Ihnen das was sagt. Automatischer Pilot, hören Sie jetzt aufmerksam zu. Rechts von Ihnen finden Sie eine Kontrolltafel mit der Aufschrift Autopilot. Sehen Sie sie? Ja. Auf der Tafel ist ein uhrenähnliches Instrument, der Autokompass. Kein Grund, nervös zu werden. Stellen Sie den Zeiger auf West und Sie nehmen automatisch Kurs in Richtung Flughafen. Leichter als ein Auto zu steuern, hm? Einfach umwerfend. Soll ich nicht ein bisschen das Steuerrad halten? Nein, nicht anrühren. Auf der Kontrolltafel sehen Sie einen roten Schalthebel. Stellen Sie ihn ein auf die Position Descent. Was machen Sie denn jetzt? Was machen Sie, wenn man sonst was drückt, man, damit es nicht mehr abwärts geht? Sie sind in den Wolken. Nicht nervös werden, wenn es holpert. Können Sie den Höhenmesser sehen? Hier habe ich sowas wie eine wild gewordene Uhr vor mir. Meinen Sie das? Das meine ich. Sie müssten in der Minute etwa 4000 Fuß an Höhe verlieren. Ach, wenn Sie wüssten, was ich sonst noch verliere. Ich kann den Erdboden sehen. Das brauchen Sie überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Ein wunderbarer Rat. Alles geht sehr hübsch seinen Gang. Jetzt werden wir das Fahrgestell ausfahren. Wer macht das? Sie. Der Knopf dafür ist beschriftet. Sie brauchen nur drauf zu drücken. Sehen Sie direkt vor sich das Rollfeld? Ich werde nie darauf landen. Das Leichteste von allem, mein Freund. Der hat Humor. Und jetzt anlassen Sie die Finger von den Armaturen. Das Beste ist, Sie kreuzen die Arme über der Brust. Halten Sie mich für verrückt? Wer fliegt denn diese Maschine? Wir, genau genommen. Da kommt er. Das wird er bestimmt nicht schaffen. Er braucht sie auch gar nicht. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Nichts, gar nichts. Oaks, jetzt den Treibstoffhebel zurück. Was? Den Treibstoffhebel ganz zurückziehen. Alarm!
Erst mal sehen, was drin los ist. Mann, bleib hier! Sie ist noch am Leben, Sir. Wer weiß, ob das ein Glück ist für Madame Oaks. Guten Tag. Guten Tag. Ist Ihnen nichts geschehen? Nein, aber ich finde es sehr nett, dass jemand mich fragt. Es war fantastisch, wie Sie die Maschine in der Hand gehabt haben. Oh, sowas geht bei mir automatisch. Wie heißen Sie? Judith. Ich bin Boise. Ich weiß. Boise! Hören Sie, bevor ja wieder der Teufel los ist, was halten Sie davon, wenn wir abends mal essen gehen? Es wäre sehr nett, aber ich fürchte, Sie haben Abschnitt B, Paragraph 2 der Dienstvorschrift vergessen. Was? Den Zivilangestellten ist streng verboten, mit den aktiv tätigen Mitgliedern des Geheimdienstes privaten Umgang zu pflegen. Verstöße werden mit Freiheitsentzug bis zu 10 Jahren bestraft. Oh nein, Sie ist meine Sekretärin. Judith. Kommen Sie, Boise! Nein, Moment mal, Colonel. Ich bin für den Geheimdienst nicht mehr von Wert. An dieser Stelle trennen sich unsere Wege. Unfug. Der Geheimdienst kann es sich nicht leisten, einen Mann wie Sie zu verlieren, Boise. Nicht nach dem, was Sie heute für uns getan haben. Setzen Sie sich ans Steuer. What you do, sooner or later, I knew I'd fall in love with you. Your touch can fill me with such burning desire. Take me and thrill me with your kisses of fire. No love is greater. No love was ever